Der eigentliche Auftakt der Staatsaffäre erfolgt im festlichen Rahmen. Am 11. April werden im Wiener Palais Wertheim die Rommis der Akademie für die Film- und Fernsehbranche vergeben. Freude bei den Ausgezeichneten, beste Stimmung im Publikum. Deswegen haben wir auch den gesamten. Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann erhält von der Jury einen Preis für eine Programmidee. Er kommt nicht zur Gala, aber er schickt eine Videobotschaft mit einer wenig charmanten Begrüßung und einer damals nicht zu verstehenden Drohung. Hallo, liebe Lipstick-Ladies, sehr geehrte dummen Hurenkinder, liebe Romy-Gäste, hallo Ostmark. Mein Name ist Dr. Jan Böhmermann. Ich hänge gerade ziemlich zugekokst und Red Bull betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rum und verhandle darüber, ob und wie ich die Kronenzeitung übernehmen kann und die Meinungsmacht in Österreich an mich reißen kann. Aber darüber darf ich leider öffentlich nicht reden, deswegen schon gar nicht heute Abend. Darum sage ich einfach nur Danke.